Hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Screencast von MacExponent. Ich habe für euch heute wieder ein ganz kleines Programm namens I Wanna Sleep. I Wanna Sleep befindet sich in der Beta-Version 1.2 und wir können es auf www.sb-software.de kostenlos runterladen. Und wir werden jetzt einfach mal den praktischen Test zu I Wanna Sleep machen. Vorweg möchte ich gerne noch sagen, wofür man I Wanna Sleep nutzen kann, beziehungsweise was das Programm macht. Das Programm ermöglicht es euch einzustellen, was der Mac nach einer gewissen Zeit machen soll. Sprich, wir haben in dieser Ausfahrbox hier vier Möglichkeiten. Einmal den Computer in Ruhezustand fahren zu lassen, den Computer ausschalten zu lassen, iTunes stoppen zu lassen und ein Apple-Script ausführen zu lassen. Sprich, es geht auf mehr als vier Funktionen hinaus, da AppleScript ja ein sehr umfangreiches Thema ist. Aber grundlegend haben wir vier Möglichkeiten, hier in der Auswahlbox was auszuwählen. Rechts neben dran finden wir einen sehr wichtigen Regler, mit dem wir die Zeit auswählen, nach wie vielen Minuten die Aktion ausgeführt werden soll. Sprich, wir nehmen dieses blaue Rad und drehen einfach im Uhrzeigersinn, um die Minutenzahl zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie wieder zu erniedrigen. Das geht, soweit ich weiß, unendlich lang. Und sobald wir es loslassen, geht dann der Timer auch schon los. Stichwort Timer: Wir haben hier in diesem Button die Möglichkeit, den Ticker in den letzten 60 Sekunden ein- und auszuschalten. Wenn diese drei Sound-Button kommen, dann tickt es in den letzten 60 Sekunden und wenn sie weg sind, dann tickt es nicht. In der Mitte dieser Box ermöglicht es uns einzustellen, ob I Wanna Sleep nach der Ausführung geschlossen werden soll. Einfach anhaken und schon wird das Programm danach geschlossen. Ganz rechts finden wir einen Pfeil, den wir zu einem runden Pfeil machen können, indem wir draufdrücken. Das bedeutet einfach nur, dass, wenn es so aussieht, dass I Wanna Sleep den Befehl wiederholt, und wenn wir es so wieder machen, dann heißt es einfach, dass I Wanna Sleep nur einmal diese Ausführung macht. Das war's auch schon zu I Wanna Sleep. Es gibt keine Preferences oder sonstiges, sondern nur dieses kleine Feld. Ich finde das Programm sehr nützlich, vor allen Dingen abends für Downloads beispielsweise, wenn man über Nacht einen Download oder einen Upload tätigen will und will seinen Mac dann nicht die ganze Nacht laufen lassen, sondern halt eben nur, bis das ungefähr vorbei ist. Das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Screencast wieder, sprich nächstes Wochenende spätestens, und ich sag tschüss.